So, wir haben Kriminelle. Sobald wieder Geld da ist, werden wir noch ein bisschen mehr. Einige Zombies werden zu Rebellen. Wir haben 101 Zombie. Präsident, unsere Zombies sind eine wirklich nette und friedliche Sorte. Allerdings sollte man ihre Anzahl im Auge behalten. Wir haben 101 Zombie. Okay. Gut, bauen wir erstmal die Militärbasis. Stellen ein paar Hochschulabgänger ein als Lehrer. Kolumbianische Barone haben Grüße. Finanzhilfe erhalten. Wir müssen für Unterhaltung sorgen. Erstmal gibt es ein Präsidentenmuseum. Dann gibt es noch eine Bar dazu. Baue ich auch selber fertig die Bar. Das Präsidentenmuseum ebenfalls. Wetten, die Chinesen sind alle zu Rebellen geworden? Zu Zombies? Präsident, einige hirntote Menschen haben die Insel verlassen. Hirne! Gut, dass wir sie los sind, würde ich sagen, aber so viele Hirne verlassen Tropico, das ist nicht gut. Hirne! 7 Zombies haben Tropico verlassen. Ausgerechnet immer die mit Hirnen. So, jetzt haben wir schon mal eine Militärbasis, das ist ganz gut. Tropico begrüßt 2 ausländische Experten, die an der Schule, an der Hochschule arbeiten. Das ist super. Ich brauche eine Solarstromanlage, die baut, arbeitet wenigstens ohne Leute. So, die kommt dahin. Neueste Berichte über Zombies, die die unbedeutende Insel Tropico erobern. Die hiesige Bevölkerung wird zu einer hirnlosen, nach Hirnen hungernden Meute und El Presidente ist vollkommen unfähig, die ansteckende Krankheit zu kontrollieren. Die Welt erzittert vor Angst, während sich die Top-Politiker bei der UN versammeln, um die Krise zu diskutieren. Der Pinch-Anzeiger. Aha, es war also seine Absicht, hier alle zu Zombies zu machen. Habe ich mir gedacht. Letzte Nacht sprach ich zu Gott. Er ließ mich wissen, wie unglücklich er ist, weil Tropico ihn nicht gebührend verehrt. Schämt euch, Tropikaner, betet, oder er wird euren Rum in Wasser verwandeln. Privetzien. Genosse Präsident, die Sowjetmarine plant, in Tropico einzufallen. Wir haben ein Schiff mit tropikanischen Zombies abgefangen, die sowohl den Kommunismus als auch die Welt im Ganzen bedrohen. Obwohl jeder weiß, dass Gehirnwäsche daran schuld ist, müssen sie sich um diese Bedrohung kümmern. Wenn sie sich in den nächsten 5 Jahren nicht um die Zombies in Tropico kümmern, muss ich auf ihrer Insel einfallen und das Problem mit sowjetischen Mitteln lösen. Nichts für ungut, Präsident. General Igor Fedorov, over. Stoppen Sie in 5 Jahren den Zombie-Befall. Spätere Ziele werden helfen. Ich habe 5 Jahre Zeit, den Zombie-Befall zu stoppen. Okay. Hirne, Präsidente, die Religion ist ein Kampf um die Hirne der Menschen. Okay, natürlich können Sie eine Zombie-Inquisition haben. Inquisitionserlass ausgeben, unmöglich keine Hirne für euch. Vater Esteban, religiöse Zombies werden ein paar Leute fressen. Okay, ich habe jetzt die Inquisition rausgegeben. Bis zu 49 Tropikaner sind zu Zombies geworden. Ups. Präsidente, können Sie ein Geheimnis bewahren? Also,
Ich spiele nämlich Videospiele. Ich weiß also, wie man mit Zombies umgeht, falls sie Hilfe brauchen. Es sind Pflanzen. Ist das nicht toll? Pflanzen können die Zombies heilen. Sagen Sie das bloß nicht meinen Freunden. Offiziell bin ich gegen Technologie. Aber Videospiele sind der Hammer, Mensch. Biofarm und Gartenbaustationen heilen tropikanische Zombies. Aha. Na gut, wir haben zwei Biofarmen. Und ganz viele Rebellen. Aber zumindest haben wir jetzt demnächst Strom, dann funktionieren schon mal die Radiostationen und so weiter. Präsident, in der dritten Welt trafen gerade von den USA, von der UdSSR unterstützt. Hirne! Pläne für Pflanzen, Präsident? Hirne! Gute Zombies, böse Pflanzen! Mag Feuer! Hirne! Okay, die wollen also alle meine Pflanzen anzünden, ja? Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen... Nein, nicht nötig, keine Wahlen. Das wäre mir jetzt lieber, wenn wir keine hätten. Die Rebellen starten auch noch zum Angriff. Das auch noch. Wie soll denn das klappen? Ah, die gehen auf die Biofarm los. Ich verstehe. Na gut, dann werde ich jetzt weitere Biofarmen bauen. Hirne. Wir haben noch genügend Geld. Wir haben jetzt auch Strom, sodass der Rest hier funktioniert. Wir bekommen auch wieder intelligentere Bürger. Hirne, Genosse! Apartment für Hirne, Zombie-Arbeiter! Bauen Sie zwei Zombie-Apartments in 6 Monaten. Bewohner werden zu Zombies. Zombie-Kommunisten essen 15 Kapitalisten. Okay, ich soll Zombie-Apartments bauen. Aha. Die sind doch alle nicht ganz dicht hier. Was ist hier los? Auslandsembargo. Ein Frachter konnte keine Waren liefern. Ist nicht schlimm. Die sollen die bloß abholen. Stoppen Sie die Zombies. 89 Stück sind noch übrig. Wir haben eine Farm zerstört. Neu bauen. Noch 4 Monate Zeit, Apartments zu bauen für die Zombies. Eins haben wir. Präsidente! Ich habe gerade an den Botanischen Garten gedacht. Bis zu 49 Tropikaner sind zu Zombies geworden. Und noch 1 Monat Zeit, das Gebäude fertig zu bauen, macht schneller. Danke. Okay. Wir haben zwar 6 Zombies mehr, aber dafür sind die anderen nicht gefressen worden, die anderen Leute. Gut, wir haben jetzt auch genügend Wohngebäude. Theoretisch reicht das aus. Die Zufriedenheit geht auch langsam wieder hoch, nur die Religionsqualität nicht, weil wir keine Leute haben, die in der Oberschule waren. Muss ich eben Leute einstellen, das ist nicht schlimm. So. Zombies haben einige Pflanzenstandorte angezündet. Neu bauen. Ich brauche eine Gartenbaustation.
Ich segne dich, mein Sohn. Ich soll jetzt eine Kathedrale bauen, bei dem ganzen Mist, dem ich hier gegenüberstehe. Ich brauche mehr Biofarmen. Überall Zombies, ey, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Bei Tropico vor allem. Zombie-Apokalypse. Wieder haben wir ganz viele Rebellen. Aber wir haben jetzt auch Generäle. Das heißt, ich darf einen Wachposten bauen, der dann mit mir gegen die Zombie-Apokalypse kämpft. Weiter so mit den bösen Blumenschätzchen. Wir, Hirne, sieh auf! Wisst ihr, woran mich das erinnert, wenn Pflanzen die Zombies besiegen können? Zombies werden jetzt jedes Jahr ein Erdbeben verursachen. Was? Das auch noch. Ich brauche Ärzte. Mir egal, wie viel das kostet. Die Wirtschaft brummt. Und wir konnten unsere Schulden begleichen. Genauso ist es. Stoppen Sie die Zombies. Noch 86 Stück. Ein Erdbeben. Das Erdbeben ist vorüber, Präsident. Ja. Das ist es. So, die Zufriedenheit steigt wieder. Wir haben jetzt doch tatsächlich 43% Zufriedenheit. Religionsqualität geht wieder hoch, weil die Kirche jetzt funktioniert. Furchtbar, Präsidente. Die Propaganda ist nicht von uns. Okay, wieso? Die Agenten der Rebellen haben folgendes Gebäude eingenommen, Fernsehstation, und sie verbreiten Lügen über sie. Die Armee wird sich gerne um diese Schweine kümmern. 35% Chance, Ansehen bei den Militaristen könnte steigen. Baut die Farmen immer wieder auf. Egal wie oft sie abreißen. Zombies haben schon wieder irgendwas angezündet. Zwei Gebäude. Ich könnte sie für 5000 löschen, aber das bringt mir nicht so viel. Theoretisch bräuchte ich eine Feuerwehr. Hirne, Präsidente! Zombie-Kirchen oder Hirne? Neue Zombies oder Hirne? Ach, ihr nervt, ehrlich. Nun viel zu wenig Geld. Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Präsidente, das Volk beruhigt sich wieder. Sie führen. Ja, ein Glück. Wenn wir die Farm jetzt noch löschen, könnten wir das Ganze irgendwie heilen. Aber es ist einfach noch zu wenig da. Ich lösche die Farm einfach und baue weitere Biofarmen. Was bedeutet Perestroika? Perestroika bedeutet, dass man seine Fehler ehrlich zugibt, offen mit der Regierung spricht und seiner Gesellschaft treu ergeben ist. Es ist der neueste Trend in der UdSSR, mit dem der Kommunismus weltweit obsiegen wird. Oh, na toll. Haben Sie in der Vergangenheit gelogen? Welche Fehler haben Sie begangen? Ich bin ein wahrer Kommunist, Genosse. Ich lüge nicht. Ich mache keine Fehler. Also ist die Perestroika wohl die gleiche alte Nummer. So, baut die nächste Farm fertig, Leute. Die Farm ist gelöscht, wir haben noch 74 Zombies. Die anderen sollen eben 15 Intellektuelle fressen, das ist mir egal. Präsidente, vielleicht sollten Sie versuchen, den Boden zu düngen. Geben Sie mir 2 Wochen vorher eine Warnung, um einen
reinigendes Mantra-Meditation durchzuführen und die Leute zu warnen. Geben Sie den Düngererlass zur einmaligen Reduzierung von Zombies heraus. Ich kann keine Erlasse rausgeben. Modern Times. Dünger. Erforderlich Chemiefabrik. Natürlich. Immer das, was ich gerade nicht habe und was sauteuer ist. Immer noch 70 Zombies. Die nächste Farm haben sie auch wieder abgerissen. Gleich neu bauen. So, wir haben immer noch 48 Zombies. Und ich muss die ganzen Farmen löschen, die sie angezündet haben. Tropico begrüßt einen ausländischen Experten. Wo wird er arbeiten? Hirne! Hilfe, Sir! Nur Hirne hier in der Militärbasis! Militärzombies essen 10 Loyalisten. Sollen sie machen. Dann essen die sich wenigstens gegenseitig auf. Ich baue hier nichts für die anderen, für die Zombies. So, die wird gerade repariert. Wir haben immer noch 60 Zombies. Und noch 22 Monate, um die Apokalypse zu stoppen. Apokalypse, genau. Unsere Staatsbilanz ist negativ, das weiß ich. 14.000 kriegen wir da vorne wieder. Wieder haben sie irgendwelche Gebäude angezündet. Zombies. Die Rebellen starten einen Angriff. Ja, sollen sie doch. Sollen sie selber verbrennen auf der Biofarm. Oh Mann, ey. 10 Jahre sind vergangen? Mir ist, als wären wir erst gestern mit El Presidente gesegnet worden. So, ich habe jetzt all mein Geld ausgegeben. Wir haben auch nur noch 16 Zombies. Und 5 Biofarmen, die dagegen ankämpfen, dass die 38 Zombies hier irgendwas können. Jetzt sind es wieder 21. Medienprofite haben uns wieder gerettet, was das Geld angeht. Einmal kann ich sie noch bauen. Hirne, Schätzchen, Hirne! Ich baue nichts für euch. Das könnt ihr vergessen. Scheiß Zombies. Es sind nur noch 4 Zombies übrig. Das wird ja wohl. Wieder ein Erdbeben. Da war ich, Präsidente. Wieder einmal steckt das Konklave hinter unseren Problemen. Das Konklave ist noch nicht besiegt, sondern sogar sehr präsent. Nur Konklave, nur Pagadi. Ich sehe es. Wenn ich den Fernseher anstelle, ich sehe es, wenn ich Radio höre. Ich habe Angst, meinen Kühlschrank zu öffnen. Sie haben schon einmal versucht, mich hereinzulegen. Diesmal wollten sie es bei Ihnen probieren. Wir müssen unsere Freundschaft unter allen Umständen schützen. Zusammen halten wir sie auf. Ich trinke auf sie. Na zdorowie. Wir haben gewonnen! Offensichtlich kann das Fernsehen tatsächlich das Hirn der Menschen aufweichen. Oder sie zumindest in hirnlose Zombies verwandeln. Mr. Binch wollte mich hereinlegen. Aber El Presidente ist zu schlau, um in diese Falle zu tappen. Er muss mächtige Technologie für seine hinterlistige Verschwörung verwendet haben. Das habe ich nicht von einem Medium-Mogul erwartet. Innovative Technologie zur Weltbeherrschung. Das klingt vertraut. Vielleicht wurde das Konklave doch nicht vernichtet und steckt hinter diesem Plan. Vielleicht hat es sich nur zurückgezogen, um sich neu aufzubauen und umzustrukturieren. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ich musste jetzt erstmal raus, weil mich das so genervt hat, dass das so gebrodelt hat.
Bei dem, was wir jetzt gerade geschafft haben, ihr habt es gesehen, die Punkte waren jetzt nicht besonders doll, hätte ich auch genauso gut cheaten können, will ich aber nicht. Wir sehen uns im nächsten Part mit der 9. Mission von 12 hier in Tropico 4 Modern Times. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen, es hat geklappt innerhalb von 3 Parts. Juhu, bis nachher.